Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Brawl Stars! Ich wollte heute eigentlich nicht Brawl Stars spielen, weil ich ein bisschen frustriert bin, dass die neuen Skins so teuer sind. Ich meine, 150 Juwelen für diesen Brock-Skin, weiß ich nicht. 150 Juwelen hier für den Barley-Skin, weiß ich nicht. In der Folge heute spielen wir mal ein bisschen was mit Leon, denn es ist der optimale Modus für Leon draußen. Denn beim Robo-Modus von Showdown ist die Unsichtbarkeit so unfassbar krass. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber wenn der Roboter einen verfolgt, schwupp, macht man sich unsichtbar und der Roboter geht auf jemand anderen. Damit habe ich es geschafft, Leon jetzt auch ganz entspannt auf 200 zu pushen. Und wir öffnen noch mal ein paar Kisten. Vielleicht ziehen wir ja was, dann sieht die Folge ganz anders aus. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, die Magie von diesem Account hat sich ein bisschen verflogen. Ich glaube, dieser Account ist nicht mehr so magisch, wie er mal war. Ich glaube, die ganze Magie, die ist einfach davon. Die ist nicht mehr da. 3 Kisten haben wir noch. Wie gesagt, ich habe die auf... Oh, ein Ticket. Oh, okay. Ich habe, glaube ich, auch einfach zu viel gezogen auf diesen Account. Ja, weiß ich nicht. Also die super seltenen könnten ja schon kommen eigentlich. Na gut, vielleicht kommt es noch in der Folge. Aber jetzt spielen wir ein bisschen Showdown und pushen Leon mal auf... Keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, wie weit wir ihn pushen. Kann ja sein, dass ich frustriert aufgebe und 200 Trophäen verliere. Wird nicht passieren. Aber mal gucken. Let's go. Immerhin nenne ich meinen Titel nicht. Wir pushen Leon auf 500 Trophäen. Und dann höre ich bei 250 auf. Kann man ja auch machen. So, da höre ich schon mal den Roboter. Wir uns mal ganz entspannt die Kisten. Es ist ja der Level 1 Account. Da brauchen wir jede Kiste, die wir kriegen können. Damit wir konkurrenzfähig sind. So, jetzt brauche ich auch jeden... Oh Gott. Okay, jetzt brauche ich auch jeden Hit, den ich kriegen kann auf den Gegner. Damit sich mein Super auflädt. Weil Super hier ist ultra wichtig. Es ist ultra wichtig, dass Super sich auflädt. Damit ich mich gleich unsichtbar machen kann. Hier ist safe einer im Busch. Dann hier vorne. In dieser Mitte ist immer einer im Busch. Ja, habt ihr gesehen? Bull. Danke. Okay, da rechts ist aber ein bisschen Trouble. Cold. Er hat nicht geschossen. Okay, ich dachte, er schießt. Cold. Oh, das ist noch ein Cold. Ich meine, Unsichtbarkeit, Weddy, das ist schon mal nicht schlecht. Der El Primo ist da im Busch. Ich spiel ganz locker. Sobald der Roboter kommt, ist der... Ist der nicht da im Busch? Nee. Sobald der Roboter kommt, ist der eh auf meiner Seite. Ah, Seite. Perfekt. Unsichtbar. Verschwinden. Nein. Okay, wow. Das habe ich gechoked. Das habe ich richtig hart gechoked. Ich glaube sogar nicht nur eventuell. Ich kann ihn schlagen. Ja. Hätte ich direkt offensiv raufgehen sollen. Ich war mir unsicher. Okay, ich bin super ready. Der Bull hätte mich vielleicht killen können, wenn er ein bisschen nach vorne gedasht wäre. Bzw. gelaufen wäre. Ich chill gerade einfach nur. Weil ich meine, ich bin schon Fünfter geworden. Das Ziel ist ja im Grunde, in jeder Runde mindestens Fünfter zu werden. Weil ab dem Fünften gibt es halt Plus. Gar nichts. Auch nicht mal ein Gegner. Hier ist einfach nicht in meiner Nähe. Da ist ein Colt. Perfekt. Da ist eine Rose, auch gut. Die sehr hart auf mich geht. Da ist eine Shelly. Ich spamme meinen Angriff halt einfach nur, damit sich mein Super auflädt, so schnell es geht. Das ist für mich Priorität Nummer uno. So. Weddy, jetzt kann sich die Angriffe ein bisschen aufladen und dann ein bisschen... Bro, was will der? Das war weird. Nita ist ziemlich tot. Nita ist ziemlich... hätte der Colt getroffen. Hätte der Colt getroffen, wäre Nita ziemlich tot gewesen. Oh, Buddy. Da oben haben wir noch einen Colt, oder was? Hier ist noch einer. Hier ist noch einer irgendwo. Da unten ein Bull. Sollen die ihr Ding machen? Ich lade mal super auf. Perfekt. Der will teamen, oder was? Ja. Hab ich keinen Bock drauf. Schluck den Roboter, Bull. Schluck den Roboter. So, ich hoffe. Er ist noch umgegangen, der Roboter. Perfekt. Ich bin sau in den Angriff reingelaufen. Das war nicht perfekt. Aber der Roboter müsste ihn jetzt knechten. So. Ja. Deswegen ist Leon diesen Modus auch auf Level 1 einfach eine richtig krasse Waffe. Denn die Unsichtbarkeit ist einfach so stark gegen den Roboter. Piper. Kannst du mich einmal treffen vielleicht? Oh ja. Einmal getroffen.
Ich habe aber die Cubes gekriegt. Mir ist Level 3. Dumm ist an der Busch da. Ich hätte schwören können, da wäre einer gewesen. Hier irgendwo. Das ist bestimmt da. Dann da. Wo ist der? Oh, da ist eine Shelly. Eine tote Shelly vor allem. Der nach da unten. Oh, ja, ich trottel. Ich habe geauto-aimt. Ich hätte aber eigentlich die Shelly angreifen sollen. Oh, die Shelly ist tot. Ich sammle mal hier die 1000 Cubes ein. Perfekt. Stark! Läuft! Also wirklich, die Runde jetzt läuft einfach wie für mich gemacht. Ich muss nichts machen und krieg die ganze Zeit Cubes. Ich hab vielleicht noch nicht mal einen Gegner gekillt, ansatzweise. Da ist noch ein Cube rechts. Der liegt ja einfach. Snack, Level 9. Okay, Bull, da oben ist ein Bull, der ist relativ low. Der schnappt sich jetzt gleich den Roboter. Das heißt, er hat sich den Roboter geschnappt. Das heißt, der ist jetzt für dich eher eine Gefahr. Hättest du mich jetzt nicht angegriffen, hätte ich den Bull killen können und du hättest eine Chance gehabt, zumindest Zweiter zu werden. Jetzt hast du gar keine Chance, Zweiter zu werden, weil du hier unten in der Ecke bist. Weißt du was, lass sogar den anderen beim Bull dich killen. Komm. Oder der will mich? Okay. Ja, der Bull ist Trottel. Der Bull war ein Trottel. Okay, ich werde den Bull hier killen, ohne irgendwas zu machen. Und zwar mit Unsichtbarkeit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich dachte, ich kann jetzt den Roboter rausbaiten, aber... Dann chillen wir einfach. Also der Bull hat natürlich eine Chance gegen mich. Klar. Klar. Aber der hätte die Angriffe bis einsetzen müssen. Wo kam... Kommt kein Roboter mehr, wenn es so klein ist? Ich hätte noch einen Roboter erwartet. Aber hey, Erster geworden. Und wie gesagt, ohne viel Mühe. Ohne viel Mühe. Ich habe ja kaum Gegner. Wisst ihr, ich bin nur rumgelaufen. Hatte Glück. Das war jetzt echt eine geschenkte Runde. Ich check's nicht. Aber der Bull ist tot. Der Bull ist tot. Ah, ich habe eine Unsichtbarkeit aus... Oh nein, 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 nein. Okay. Ich bin aus Versehen unsichtbar gegangen, aber alles gut. Keine Ahnung, wie der Bull das verkacken konnte, ehrlich gesagt. Der hatte so einen krassen Levelvorteil. Ja, ich noch ein bisschen treffen, ich würde gerne meinen Angriff aufladen. Komm her. Ja, danke. Normal. Danke. Normal bitte. Normal bitte. Danke. Okay, mein Angriff ist ready. Dankeschön. Ciao, Frank. Oh, der Arme. Ah, oh, ich habe einen Level verhauen. Hat aber gepasst. Deswegen auto-aimt man nicht. Aber hat er gepasst. Sie säbelt ihn natürlich auch so hart. Keine Chance, ganz ehrlich. Level 17 ist sie jetzt. Alter. Ja, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe unterschätzt, wie hart sie den Roboter säbelt. Die hat ihn einfach zerstört. Richtig zerstört. Oh nein. Nein, ich dachte, die Shelly hockt noch woanders im Busch. Ich hock die... Ich dachte, die hockt da einfach noch. Das war dumm. Ich habe die komplett ignoriert. No, ich wollte bis 130. Spiel! Okay, wir hatten jetzt ein, zwei Rückschläge. Aber wenn ich jetzt klatsche, werden wir Plus-Trophäen gemacht haben. Achtung. 3, 2, 1. So, plus 7. Uns fehlt noch eine Trophäe, dann wären wir bei 230. Wir würden auch ein Level-Up machen. Und dann könnten wir ja bestimmt uns vielleicht noch eine Kiste gönnen. Ich habe es nicht nachgerechnet. Aber auf jeden Fall müssten wir Plus machen. Ich muss mich nur klug anstellen. So ein bisschen aus allen raushalten, aber natürlich auch so ein bisschen in die Gegner reingehen. Es ist ja so ein Mix mit einem Level 1 Account. Man darf nicht zu passiv spielen, man darf aber auch nicht aggressiv spielen. Man muss halt echt im Kopf behalten, okay, alle Gegner hier sind stärker als du. Deswegen ist ein Level 1 Account eigentlich auch ganz spaßig. Weil es echt mal was völlig anderes ist. So, die Kisten hier rechts habe ich mir aufgespart. Jetzt habe ich eine Jessie geschnappt. Jessie, da kommt jetzt ein Bull an. Bull, was machst du? Du gehst einen Schritt auf die Jessie zu und dann haust du ab? Ich check Bullspieler nicht. David. Oder Davide, ich verstehe dich nicht. Du rennst erst zu der Jessie hin, merkst, oh nee, die greift die Kisten an. Ciao. Gehst weg, hockst im Busch, rennst weg und gehst in einen anderen Busch. Bull, ich habe einen kleinen Tipp für dich. In Showdown bist du sehr, sehr stark. Du musst nicht campen. Du kannst auch mal rausgehen auf den Gegner. Auf Shelly jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber du kannst auch was machen. Guck mal, wie lächerlich das ist. Hier hockt einfach ein Bull im Busch. Ein Busch daneben hockt eine Shelly im Busch.
Top-Level-Gameplay. Ist ziemlich tot. Oh, da waren wir beide ein bisschen verwirrt, dass die andere Shelly einfach getankt hat. Haben uns kurz eine Sekunde angeguckt und dachten so, ja, komisch, ja, ich weiß. Na gut, wir rennen jetzt hier oben rum und wird dann geröstet. Achtung, Shelly, einmal geröstet, zweimal geröstet, dreimal geröstet, fast dreimal geröstet. Viermal geröstet, fünfmal geröstet. Ich hab den Roboter jetzt. Ich könnte ihn abwimmeln. Kann ich ihn auch killen vielleicht? Na komm, geh woanders hin. War mir zu heiß mit den Leon da unten. Hätte einfach genervt. Hätte legit einfach genervt. Der Leon ist unsichtbar, deswegen hau ich mal nach oben ab. Kein Bock auf den Leon jetzt. Hier ist keiner Busch, da war ja eben die Shelly. Also ich muss auf Nummer sicher spielen. Wenn ich Plus machen will, aber... Ich hab meinen Super am Start, ist schon okay. Ich bin super low. Ich mache mich unsichtbar, das hilft ja meist schon, um Gegner einfach in die Flucht zu schlagen. Aber wenn die Shelly sich das entscheidet, in meine Ecke zu kommen, wäre ich ziemlich tot, deswegen move ich mal lieber. Da vorne ist sie, ne? Ja. Hab sie vertrieben, okay. Da unten ist wer im Busch. Ich hock mal hier. Ich weiß ja, dass da links im Busch ein Bull ist. Ist da unten, wo die Shelly ist, nicht auch jemand eigentlich? Ich meine, da ist er, das weiß ich. Ich kenne den mal, dass mein Super sich auflädt. Hat die Shelly nicht gecheckt? Shelly so, oh, da ist hier jemand! Man darf auch Büsche checken in diesem Spiel, Shelly. Kleiner Tipp. Oh, oh Gott, was ist das? Haben die geteamt oder was? Die sind auf einmal nebeneinander hergelaufen. Oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf das, was gerade passiert. Da habe ich keinen Bock drauf. Da wiederum habe ich Bock drauf. Nämlich auf dem Easy Win, wo ich ein bisschen hart Glück hatte. Aber hey, plus 7. Damit haben wir 233 Trophäen. Wir haben Level Up gemacht. Dadurch haben wir nochmal 20 Marken gekriegt. Verdoppelt, 40 Marken gekriegt. Reicht das für irgendwas? Das reicht ganz knapp nicht für irgendwas. Aber öffnen wir die mal. Da ist drin Münzen. Powerpunkte, Powerpunkte und bitte Juwelen. Tickets, okay. Stark! Ganz entspannt, mal richtig schön 33 Trophäen gepusht. Es ist einfach easy, ohne Witz. Es ist so easy, Leon da zu pushen. Falls ihr einen Leon habt, spielt den Solo-Showdown-Modus. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gezeigt. Bin einfach ein Fan davon. Ich bin einfach ein Fan davon, Leon mal zu spielen in diesem Modus. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.